Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zu einer One App a Day Folge mit einer iOS App, der App Visits, Tagebuch, aktuelle Versionsnummer 2.0.6, 4,5 MB groß und bei 76 Gesamtbewertungen eine Durchschnitt-Sternebewertung von 4,2 von 5 Sternen. Das Visits Journal ist eine neue Art von Tagebuch, in dem Sie die von Ihnen besuchten Orte nachverfolgen können. Das tägliche Tagebuch zeigt Ihnen alle Orte, die Sie Fotos, die Sie gemacht haben und Orte, an denen Sie tagsüber waren. Dies kann helfen, Ihr Tagebuch zu starten. Schreiben Sie über Ihren Tag und die Orte, an denen Sie Restaurants und Bars, Geschäfte, Wanderungen und all Ihre Reisen besuchen an einem Ort. Die Kartenansicht zeigt Ihnen eine Karte aller Orte, an denen Sie gewesen sind. Mit der automatischen Besucherverfolgung müssen Sie keine Zeit damit verbringen, Besuche manuell hinzuzufügen. Dank der Unterstützung für das iPad können Sie mehr Orte auf der Karte sehen. iCloud-Unterstützung bedeutet, dass die Daten auf allen Ihren Geräten synchronisiert sind. Besonders interessant, also es gibt In-App-Käufe, es kostet irgendwas, es gibt auch ein Abo. Ich habe mir das mal runtergeladen, da war das tatsächlich komplett umsonst. Irgendwie, da konnte man den In-App-Kauf lebenslang Lifetime-License halt, ja, umsonst sich klicken. Da habe ich das gemacht, sonst Abo würde ich dafür nicht ausgeben. Und ansonsten kann man sagen, das ist interessante App. Sie ist nicht so genau, wie ich mir das vorgestellt oder gewünscht hätte. Jedenfalls, was die Location anbelangt. Ich weiß auch nicht, ob das immer GPS nutzt. Nee, wahrscheinlich würde ich sagen nicht. Es verbraucht ungefähr so 5% Akku zusätzlich pro Tag. Wenn es GPS dauernd nutzen würde, wäre es wahrscheinlich, oder vielleicht eine Mischung aus GPS und Geofence, WLAN, keine Ahnung, Gedöns. Es funktioniert auf jeden Fall und man kriegt immerhin so einen kleinen, groben Überblick, wo man war. Es packt mich dann auch zum Beispiel irgendwie, ich wohne ja in der Region der Schlei, in der Nähe von Kappeln, und dann packt es mich auch mal gerne irgendwie, oh, du bist in der Schlei gewesen für 2 Stunden. Nee, war ich nicht. Ich war halt an der Schlei, aber nun ja. Ja, und vielleicht nutzen wir das, um wirklich anzufangen, ein Tagebuch zu schreiben. Warum denn nicht? Und wenn es nochmal eine Aktion gibt, um es umsonst zu kriegen, ja, kann man sich auf jeden Fall dann einfach mal klicken. Visits Tagebuch, so heißt die App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.